Ich schwör's, nächstes Jahr bin ich eine Woche früher dran mit Halloween. Aber die wollte heute unbedingt von meiner Nadel hüpfen und sie geht relativ schnell, also vielleicht schaffst du es noch, sofern YouTube nicht wieder 3 Tage zum Hochladen braucht. Ich habe die wieder mit relativ grobem Garn gehäkelt, nämlich mit der Omega Plus von Langjans. Und mit einer Häkelnadel Nummer 3,5. Ich habe zwar mit 4 begonnen, aber dann auf 3,5 gewechselt. Wir beginnen mit einem Bein und einem Fadenring mit 3 festen Maschen. In Schwarz, wie du siehst. Eins, zwei, drei feste Maschen und weil ich gar nicht nachgedacht habe, habe ich hier eine Kettmasche, also Fadenring schließen und eine Kettmasche in die erste feste Masche gehäkelt, wiewohl wir ja bei Amigurumis eigentlich in Spiralen häkeln und nicht mit Wendeluftmaschen arbeiten, aber das spielt hier nicht wirklich eine Rolle. In der ersten Runde, also in der zweiten Runde nach dem Fadenring, verdoppelst du jede Masche. Also in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Das ist die zweite Runde. So, ich nehme jetzt aber einen Markierungsfaden, um den runden Anfang zu markieren. Und noch eine Runde, die dritte Runde, in jede Masche eine feste Masche. Das wird ein Bein und das häkelst du dann noch ein zweites Mal. Bei dieser Runde werden wir bei der letzten Masche mit Weiß weiter häkeln und damit man einen halbwegs sauberen Farbübergang erhält, häkelst du bei der letzten Masche nicht fertig, sondern du lässt die 2 Schlingen auf der Nadel, nimmst die andere Farbe, nämlich es geht weiter mit Weiß, und mascht diese 2 Schlingen mit der neuen Farbe ab. Das ergibt einen hübscheren Farbübergang. So, und danach kommen noch 2 Runden, in jede Masche eine feste Masche. Also die Runden 4 und 5, in jede Masche eine feste Masche. Ich bin hier bei der letzten Runde, bei Runde 5. Und nun am Ende noch eine Kettmasche, eine Luftmasche, den Faden mit ca. 30 cm Länge abschneiden. Immer daran denken, die Fäden einmal relativ lang abschneiden, auch wenn du sie später nicht brauchen wirst. So, ich habe da schon, bei mir ist das schon das zweite Bein. Beim ersten habe ich den Farbwechsel nicht ordentlich gemacht, ist aber natürlich auch nicht tragisch, geht nicht die Welt davon unter, versprochen. So, und nun stelle ich fest, dass ich doch besser mit einer Häkelnadel 3,5 häkle. Ich habe mit 4 begonnen, aber das darf ja ruhig recht fest sein, so ein Amigurumi. Nun geht es weiter mit einem Pfötchen. Und dafür machen wir einen Fadenring nur mit 2 festen Maschen. Das ist da zwar ein bisschen knifflig, aber du schaffst das sicher.
den Fadenring zusammenziehen und jetzt häkle ich gleich weiter. Und in der zweiten Runde häkelst du 5 feste Maschen. Also eine feste Masche in die nächste Masche, 2 feste Maschen. Und noch einmal 2 feste Maschen. Dann kommen darüber wieder 2 Runden, in jede Masche eine feste Masche. Ich nehme wieder den Markierungsfaden für das Rundenende. 2 Runden, in jede Masche eine feste Masche. Übrigens ist meine Kitty mit Hut, also mit Hexenhut, fast 20 cm hoch. Ich muss hier natürlich im Video ein relativ dickes Garn nehmen, damit du auch gut siehst, was ich mache. Noch eine Runde. Wir sind bei einem Pfötchen. Noch eine Runde in jede Masche, das ist jetzt die Runde 4. Und das beendest du wieder mit einem Farbwechsel, die Runde. Also den Faden durchholen, aber nicht fertig häkeln, sondern wieder mit Schwarz weiter. Nicht wieder, sondern diesmal mit Schwarz weiter. Und fertig häkeln mit Schwarz. Und 2 Runden, wieder in jede Masche eine feste Masche. Das ist ein Pfötchen und da machst du dann natürlich auch noch ein zweites. Also in jede Masche eine feste Masche. So, und auch hier am Ende eine Kettmasche, eine Luftmasche und die Fäden relativ lange abschneiden. Nun können wir gleich ein paar der Fäden eliminieren. Das ist ja relativ einfach. Wir werden das auch ein bisschen füllen. So, wir haben da ein Bein und ein Pfötchen. So, den Anfangsfaden jedes Teils kannst du einfach abschneiden. Der trennt sich nicht auf, also der macht sich nicht selbstständig. Und nachdem das ja dann hier innen liegt und dann auch noch gefüllt wird, brauchst du da gar nichts Besonderes damit tun. Dort, wo wir die Farbe gewechselt haben, nehme ich die beiden Fäden und verknote sie einfach miteinander. Noch einmal, das liegt innen, wird auch gefüllt, also da kann ganz sicher nichts passieren. Ich verknote die ganz fest, doppelt miteinander, schneide den Faden mit 2 cm oder so ab. Dann werden die Beinchen ziemlich fest gefüllt mit ganz wenig Füllmaterial. Ich verwende das aus einem ganz billigen Füllkissen, das ich einmal gekauft habe. Da habe ich noch 100 Jahre Füllmaterial. Nun werden die Beine aneinander festgemacht. Ich nehme den längeren der beiden Fäden, die ich hier stehen habe lassen.
ganz einfach mit zwei Kettmaschen verbinden. Du hältst sie so aneinander, stichst in ein Bein in eine Masche ein, in eine Masche des zweiten Beins und ziehst einfach eine Kettmasche durch, Faden durchziehen und noch in eine zweite Masche einstechen, in beiden Beinen Faden durchziehen und durch die Schlinge auf der Nadel eine Luftmasche und fertig. So, jetzt haben wir die Beine mal miteinander verbunden. Die beiden Fäden, die wir haben, werde ich auch einfach nur verknoten, damit uns da nicht zu viele Fäden beim Arbeiten im Weg herumgehen, denn das stört ein bisschen. Genauso wie vorher ein doppelt gemoppelter Knoten, ganz fest anziehen und mit 1-2 cm abschneiden. Den verstecken wir dann auch innen. Nun wird einfach um beide Beine herum eine Runde feste Maschen gehäkelt, in jede Masche eine feste Masche und ich komme da auf ca. 15 Maschen. Also das ist hier alles nicht tragisch, wenn du eine Masche mehr oder weniger hast, ist das überhaupt kein Problem. Also einmal rundherum in jede Masche eine feste Masche. Ich habe es schneller gestellt, wie du siehst. So, nun in der nächsten Runde verdoppeln wir jede fünfte Masche. Das heißt, in jede fünfte Masche zwei feste Maschen häkeln. Wir haben damit drei Maschen aufgenommen und haben dann ca. 18 Maschen. Da beim Anfangsfaden muss ich ein bisschen mich plagen. Jede fünfte Masche, also dreimal jede fünfte Masche verdoppeln. Es gibt ja auch ein Video zu den, sogar drei Videos, glaube ich, zu den Grundlagen vom Amigurumi-Häkeln. Da kannst du dir auch manche der Techniken noch einmal ansehen. So, und noch eine Runde 1 zu 1 darüber, so sage ich das, in jede feste Masche, eine feste Masche. Und nun geht es wieder weiter mit Schwarz, deswegen habe ich da die letzte Masche nochmal aufgemacht. Also nur einen Faden durchholen, Schlinge auf der Nadel lassen und weiter geht es mit Schwarz, allerdings häkelst du immer nur in den hinteren Faden der Masche. Die vorderen Fäden brauchen wir dann, um das Kleid zu befestigen. So, einmal rundherum. In der nächsten Runde häkelst du immer die dritte und vierte Masche zusammen. Also immer eine feste, noch eine feste, dann Faden holen, aus der nächsten Masche Faden holen und die Schlingen gemeinsam abhäkeln. Ich mache wieder ein paar Fäden weg und den weißen Anfangsfaden, den mache ich mit ein paar Stichen fest. Es gibt ja ein Video zu den Grundlagen vom Amigurumi-Häkeln, drei Videos gibt es dazu sogar, da kannst du dir diese Techniken ansehen. Und nun kommt noch eine Runde, jede zweite und
dritte Masche zusammenhäkeln und dann noch eine Runde in jede Masche eine feste Masche. Du solltest dann 7 Maschen haben und weiter geht's im nächsten Video.